Fangen wir mit Denise Hanke mal an. Wir trauen es ja kaum, dich als Rentnerin anzusprechen, aber de facto bist du es ja im Volleyball, ne? Hast du Ja. dich schon im neuen Leben mit dem Job als Gesundheitsmanagerin in einer Klinik und als Studentin eingelebt? Wie ist es so? Ja, es ist auf jeden Fall aufregend und eigentlich auch genauso, wie ich wollte. Ich wollte ja mal ein bisschen frischen Wind haben und was Neues in mein Leben bringen und ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft. Also es gibt tatsächlich einiges zu tun und ich habe mich ganz gut eingefunden und bin jetzt ja auch dank Corona ganz gut eingespannt in die ganze Lage oder ja, ich probiere mich da ein bisschen ja, zu orientieren erstmal und meine Ansprechpartner zu finden für was und das alles ganz gut. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die Zeiten fordernd sind. Wie schwierig ist es denn nach all den Jahren in der Halle und diesem intensiven Leben als Volleyballprofi loszulassen? Ja, sehr schwierig. Also die Entscheidung ist eine der schwersten, denke ich, gewesen, die ich da je treffen musste. Das war ja so irgendwie auch alles nicht geplant und kam dann super spontan und abrupt und eigentlich nicht so gar nicht gewollt, aber im Nachhinein auch nochmal betrachtet, kann ich jetzt auch sagen, dass das für mich eigentlich die total richtige Entscheidung war, einfach ja, so mit der Corona-Situation in der Halle nicht unbedingt so umgehen zu müssen. Und das, ja, finde ich jetzt, ist die richtige Wahl gewesen, aber ist natürlich super schwierig und auf keinen Fall eine leichte Sache gewesen. Verfolgst du das denn intensiv, wie sich deine Nachfolgerin so anstellt? Ja, ich gucke alles, was ich gucken kann. Ich war ja auch noch einmal dann in der Halle, wo wir gerade einmal durften mit Zuschauern. Aber ja, ich probiere die Kanäle zu verfolgen und auch die Spiele mal live zu sehen. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank auch die Zeit dafür und kann mir da meinen privaten Terminplan auch ein bisschen nachlegen. Ich gucke das schon, ich gucke da genau hin. Ja, sehr schön. Denise Imodo, kommen wir zu dir. Du hast in Schwerin eine echt anspruchsvolle Aufgabe übernommen, eine Club-Ikone, hört sich groß an, ist aber so zu ersetzen. Klingt nach einem ganz schön schweren Rucksack. Ist es auch so? Oder wie empfindest du das? Ja, schon. Also gerade vor Beginn der Saison, wo man ja auch noch nicht so genau wusste, also ich selber ja auch nicht so genau wusste, ich habe im letzten Jahr ja in Potsdam nicht so viele Einsätze bekommen. Also ich wusste ja selber auch nicht ganz so genau, wie es für mich laufen wird. Und ja, dann natürlich in die Fußstapfen von Denise Hanke zu treten, ist natürlich schon eine ziemlich große Sache so. Und man wurde ja auch im Vorhinein auch immer wieder darauf angesprochen und so. Und da hat man sich natürlich schon innerlich so ein bisschen Druck gemacht. Ja, aber so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, bin ich dann ganz gut mit umgegangen und ganz, ja, habe das relativ mit Leichtigkeit und nicht so mit so großem Druck verbunden. Und deswegen, glaube ich, hat das jetzt auch ganz gut soweit funktioniert. Ja, das ist noch eine richtige Herangehensweise, denke ich mal. Dennoch wird sich dieser Vergleich noch ein bisschen durchziehen und wird dich noch ein bisschen begleiten. Noch dazu, weil er jetzt auch noch zufälligerweise den gleichen Vornamen mit euch rumtragt. Geht dir das auch manchmal auf den Geist? Nee, gar nicht. Ich finde es eher lustig. Also ich finde es irgendwie cool, weil ich ja Nisi auch ganz gut kenne, also Denise Hanke. Und weiß nicht, ich finde es cool und ich finde es auch gar keinen, also einen positiven Vergleich. Von daher, ja, stört es mich nicht. Jetzt kommen aber auch noch zu diesen großen Fußstapfen, die du selber angesprochen hast, kommen auch noch die so widrigere Umstände dazu wie Geisterspiele und zuletzt auch noch Quarantäne. Alles nicht so schöne Dinge, die nicht alltäglich sind und die wir früher auch nicht kannten. Hattest du schon mal den Gedanken, seit du in Schwerin wieder aufgeschlagen bist, eigentlich könnte mir der Volleyballgott oder wer auch immer die Dinge ein bisschen leichter gestalten? So direkt würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich ist es, aber es ist für uns ja alle, also wir sitzen ja alle mehr oder weniger im selben Boot. Von daher habe ich da jetzt nicht so sehr oder denke dabei jetzt nicht so sehr an mich, warum jetzt ausgerechnet ich, sondern ja, das ist einfach eine Situation, mit der müssen wir jetzt hier gerade alle klarkommen. Also die komplette Liga, ganz Deutschland, die ganze Welt. Von daher ja, ist natürlich keine schöne, keine leichte Situation, aber ja, wir machen das Beste draus, denke ich. Und ja, gerade ohne Zuschauer zu spielen, ist natürlich nicht schön. Aber ja, ich denke auch richtig in dieser Situation. Ja, auf alle Fälle. Zurück zu Denise Hanke.
die Möglichkeiten, mit deinen ehemaligen Kolleginnen auf Tuchfühlung zu bleiben, sind in Zeiten der Pandemie natürlich sehr eingeschränkt. Wie erlebst du ein Spiel, wenn du es nicht auf dem Platz, sondern als Expertin bei Sport 1 oder Sport Total TV verfolgst? Ja, ist natürlich irgendwie was ganz anderes. Ja, ich will nicht sagen, man fühlt sich nicht dabei, aber es ist so ein Unterschied, auf dem Feld zu stehen und den Ball live irgendwie vor einem herfliegen zu sehen, als irgendwie was zu beurteilen, was man von außen dann anguckt, weil man genau weiß, dass egal was man so richtig sagt, es kann auf dem Feld total anders gewesen sein. Also da würde ich mir gar nicht anmaßen, irgendwelche Gedankenzüge nachzuempfinden, aber es ist super spannend und ich freue mich da auch drüber, mal die neue Perspektive einzunehmen, weil das eigentlich auch genau ja, meine Idee und mein Wunsch war, dass ich eben auch mal gerne zugucke und mir die Sache ein bisschen entspannter anschauen kann, ohne jetzt dem Druck ausgesetzt zu sein, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu müssen oder zu wollen. Das ist ja ein bisschen leichtere Ansicht für mich auf jeden Fall. Bist du die härteste Kritikerin deiner Nachfolgerin? Nein, also da bin ich, das überlasse ich Felix. Da weiß ich ja, wo sie gelandet ist und das ist in sehr guten Händen und ja, stehe da mit Rat und Tat zur Seite, aber können ja auch jetzt schon sagen, dass das noch nicht zustande gekommen ist. Ich glaube, sie macht das super gut und braucht gar keine Hilfe und es ist sowieso besser, glaube ich, für einen guten Zuspieler seinen eigenen Weg zu finden, ohne da groß was imitieren zu wollen oder sich da was abgucken zu müssen. Ich glaube, wenn man Not am Mann ist, dann ist Hilfe natürlich mega angebracht und da bin ich auch für da, aber das war noch gar nicht nötig, weil das läuft alles super. Wie ist es denn für dich, Denise Imodo, wenn du weißt, dass oben Denise Hanke sitzt, die weiß ich, wie viele 100 Spiele für Schwerin auf dem Buckel hat und wer weiß, wie viele Länderspiele, wenn sie deine Darbietung beurteilt? Spürt Ja. man das? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch daran erinnern, in einem Spiel, wo sie da war, haben wir auch schon ab und an Augenkontakt gehabt. Und das ist schon ganz cool. Also dann auch im Nachhinein zu hören, da, ja, einfach positives Feedback auch von ihr zu bekommen, ist schon echt schön, ja. Obwohl ihr gut befreundet seid, wie ihr immer wieder betont, habt ihr kurioserweise kaum zusammengespielt, ist mir aufgefallen. Immer dann, wenn Denise Imodo irgendwo hinkam, also nach Schwerin, zweimal jetzt, war Denise Hanke gerade weg. Das klingt irgendwie wie verhext, oder? Ja, traurig. Sie hat auch alles gegeben, dass ich nochmal ein Jahr mache, aber irgendwie haben die auch schon wieder nicht so. Ich hätte es auch super gerne nochmal gemacht, aber irgendwie war das leider nicht der größte Ausschlag, der jetzt mit Corona so dazukommt. Sonst, wenn man das alles ein bisschen anders angehen hätte können, dann ja, wäre das vielleicht nochmal ein Hätte-Hätte geworden, aber. Ja, wir haben auf jeden Fall vorher auch schon diskutiert und geredet und war irgendwie ein lustiger Zufall, dass das nie so richtig geklappt hat. Euer Trainer Felix Koslowski, mit dem ich über euch gesprochen habe, der sagt, ihr seid von der Persönlichkeit und vom Spielertyp her völlig unterschiedlich. Könnt ihr mal erläutern, was er damit gemeint haben könnte? Du darfst anfangen. Findet er? Ich will, also so dolle? Ich weiß nicht. Müsste man ihn jetzt nochmal dazu holen? Müsste man jetzt mal aus seinem Mund hören, was er dazu sagt. Ja, Fällt schwierig. dir Denise Imodo dazu was ein? Ja, ich überlege gerade, schwierig. Ich meine, natürlich sind wir schon unterschiedlich, aber ich sag mal, ist ja auch so ein bisschen die Art und Weise, wie Felix. Wie soll ich sagen, Felix das Spiel aufziehen möchte, ist ja schon, also ich sag mal, wir haben beide, glaube ich, ein relativ schnelles Spiel gehabt. Dass wir jetzt charakterlich natürlich unterschiedlich sind, das ist schon klar, aber da kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, inwiefern er das jetzt, was er da jetzt genau meint. Okay, dann müssen wir da nochmal weiter in die Tiefe gehen, und zwar mit dem Verursacher dieses Zitats. Eine Qualität, die ihr euch beiden zuschreibt, ist, sagt, sowohl Denise Hanke als auch Denise Imodo haben eine hohe Sozialkompetenz. Was ihr damit meint, ist die Fähigkeit, die Mitspielerinnen zu führen, zu begeistern, zu motivieren.
Kann man das lernen oder liegt das ein in, oder trägt man das in sich? Und wenn man es hat, hat man es? Ich glaube, das kommt, das ist, ja, das ist mir nämlich auch direkt eingefallen, weil ich dachte, naja, so unterschiedlich sind wir dahingehend vielleicht nicht, aber ich mag eigentlich auch sagen, dass das ein bisschen vielleicht mit der Position zu tun hat, tatsächlich. Mhm. Das ist ja eine Zuspielersache, die einfach von super großem Vorteil ist, wenn man da ein bisschen blickig ist und weiß, ja, wie man mit den Leuten umzugehen hat und wie man am besten das auch das Gehör der Leute, sage ich mal, bekommt, ist das eine sehr positive Eigenschaft von einem Zuspieler, glaube ich. Und das wird, denke ich, auch der ausschlaggebende Grund sein dafür, dass sich das bei uns beiden vielleicht so entwickelt hat. Also bei mir, ich war ein bisschen älter, hat sich das vielleicht auch ein bisschen länger hingezogen mit der Entwicklung, aber Nisi ist halt für ihre auch noch jungen Jahre schon sehr, sehr weit, was das angeht. Mhm. Ja, Denise, Imodo, du warst Außenangreiferin und hast dann umgelernt, ne? Ist das eher ein Vorteil, dass man weiß, wie die Angreifer ticken und was sie brauchen? Oder ist es vielleicht auch ein Nachteil, weil dir ein paar Jahre fehlen und du es nicht von der Pike aufgelernt hast? Ich glaube, es kann man so, man kann, glaube ich, gar nicht so genau sagen, ob Nachteil oder Vorteil jetzt. Damals, als es so dazu kam, dass ich auf die Position sollte, also es war eher so eine Trainerentscheidung, würde ich sagen, da war ich gar nicht so zufrieden damit. Ich wollte eigentlich immer angreifen, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, war es genau das Richtige. Und ich glaube, ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich noch Außenangreiferin gewesen wäre. Mhm. Da bin ich da schon sehr, sehr glücklich drüber, dass es so gekommen ist. Ja, denke schon, ne? Dass du deine Berufung, deine Position gefunden hast. Apropos, eure Aufgabe oder eure wichtigste Aufgabe, eure Kernkompetenz ist es, Bälle zu verteilen. Denise Hanke war jedoch auch für ihre zweiten Bälle mit der linken Klebe berühmt, hat mal gerne den direkten Punkt gemacht. Denise Imodo ist jetzt in der Champions League positiv im Block aufgefallen, hatte einige Punkte gemacht. Braucht man das auch in eurer Position von Zeit zu Zeit, dieses Gefühl, den Punkt auch mal selber zu machen und dann selber abzuschließen und zu jubeln? Ja, schon, oder? ich glaube, jeder macht so gerne auch mal, also es ist ja, beides gut, wenn man gut verteilt und auch mal einen Punkt macht. Ich meine, bei mir jetzt speziell, ich habe dadurch den Angreifer eben auch ein bisschen geholfen, einfach was Blockbindung und ein bisschen Verwirrung und Chaos auf der gegnerischen Seite angeht, dann konnte der Block sich vielleicht nicht immer ganz so früh positionieren, weil er einfach noch auf den Angreifer mehr aufpassen musste. Und so grundsätzlich, glaube ich, ist es immer ein schönes Gefühl, wenn man auch mal einen Punkt auf der Habenseite hat und was zum Punktestand beigetragen hat. Als Fußballer würdet ihr sagen, wer trifft, ist egal. Hauptsache, wir machen das Tor und gewinnen das Spiel. Ne? Denise, du hattest auch zwei Engagements im Ausland, und zwar eins in der Türkei und eins in Polen. Beide waren jetzt nicht so von den ganz großen Erfolgen gekrönt und sind dann auch relativ schnell zu Ende gegangen. Würdest du deiner Freundin und Kollegin dennoch raten, eines Tages mal in eine große internationale Liga zu wechseln, um das auch mal zu erleben? Ja, absolut. Also ich würde aufgrund meiner Erfahrung da nichts verbauen oder keine Meinung ändern wollen, weil ich glaube, das war trotzdem eine super Sache. Ich würde auch, glaube ich, wenn man mich nochmal fragt, ich würde es wahrscheinlich einfach auch nochmal machen, um mir selbst zu beweisen, dass es vielleicht auch anders laufen kann und besser gehen kann. Und das war auch irgendwie so eine Kette blöder Zustände dort einfach. Also das hat alles so zusammengeführt und das muss ja nicht bei jedem so sein. Also ich würde das nicht pauschal verneinen, auf keinen Fall, weil ich selbst sogar vielleicht nochmal machen würde, wenn ich die Chance dazu nochmal bekommen würde, würde ich es probieren, einfach nochmal besser zu machen. Und Denise Imodo, wie sieht in dieser Hinsicht deine Karriereplanung aus? Gibt es da eine? Schwierig zu sagen, kann man jetzt, also ich sag mal so, ich würde definitiv nichts ausschließen. Ja, und mal gucken, was die Zeit so bringt. Und ich, ja, bin relativ offen für alles. Ja, richtig, man soll sich auch nichts verbauen. Eine Frage an Denise Hanke. In Schwerin betonen der Trainer und auch das Management immer wieder, wie sehr sie sich wünschen, dass du der Mannschaft und dem Verein mit deiner Expertise nach langen Jahren als Profi zur Verfügung stehst.
Im Moment ist das nicht ganz einfach aufgrund der Umstände und der Abstandsregelung, aber grundsätzlich hast du Bock da drauf? In welchem Sinne denn? Einfach als ja, du weißt halt, wie das Spiel funktioniert. Du weißt, wie man als Profi leben muss. Du weißt, wie man sich als Profi positionieren muss. Vor allen Dingen weißt du, wie man Bälle verteilt und wie man eine Mannschaft führt. Also du weißt über Volleyball ganz viel. Also dein Trainer Felix Koslowski behauptet sogar, über Zuspiel wüsstest du wesentlich mehr als er. Nee, ich glaube, wir haben uns da schon ganz gut ergänzt im Großen und Ganzen, aber also so als reine Trainerfunktion, ich weiß nicht, in welcher... Als Beraterin, sage ich mal. Als Beraterin, ja, ich stehe da zur Verfügung und ich kenne ja die Mädels auch zum Großteil und wenn da was Akutes anliegt, bin ich auch menschlich eigentlich immer da und das ist, spricht, glaube ich, auch so für eine ganz gute Freundschaft auch zu vielen und fast allen, auch wenn ich jetzt die Neuzugänge nicht unbedingt persönlich kenne, aber wenn es da Bedarf gibt, dann kann man immer mit mir sprechen und dann würde ich dazu auch was beisteuern. Ich weiß jetzt nicht, was da gewollt ist oder ob da jetzt Planungen gibt. Ich bin noch nichts involviert und kann damit, glaube ich, rein menschlich auch zur Seite stehen. Also ich habe mich mit Felix jetzt auch im Nachhinein, wir sind ja auch gut befreundet, auch mal immer mal zum Kaffee getroffen, solange das möglich war und wir quatschen da auch und ich glaube, da geht es eher ums Menschliche. Ja, klar. Und dann, keine Ahnung, in die Halle würde ich mich jetzt nicht mehr stellen und als Trainer schon gar nicht irgendwie, das ist gar nicht so meins, da würde ich Abstand von nehmen, aber wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwie man helfen kann, helfe ich natürlich. Ja, dann reiche ich die Frage mal an Denise Imodu weiter. Könntest du dir eine Rolle, Denise Hanke als quasi als so eine Art Mentorin für dich vorstellen und also wenn da wieder mehr Nähe und Kontakt möglich ist und dass alles unkompliziert ist und wie könnte man so eine Rolle mit Leben füllen? Ja, definitiv. Ich denke, wie Nisi schon gesagt hat, das ist eben so eine rein, wir sind ja auch gut befreundet, das heißt, also, wenn ich irgendwie irgendwas hätte, ein Problem habe oder mit irgendwas nicht zurechtkomme, wäre, glaube ich, Nisi sowieso eine der ersten, die ich fragen würde oder anrufen würde. Von daher, glaube ich, ist es sowieso schon so, also ohne dass man jetzt da irgendwie was offiziell festlegen müsste, würde ich sagen. Also könnte das ganz unkompliziert so aus reiner Freundschaft und weil man sich gut versteht und weil man da eine große Schnittmenge hat, könnte das so laufen. Genau. Es geht ja größtenteils auch gar nicht um die taktischen Anweisungen, glaube ich, weil das meistens für einen Zuspieler fast, zweitrangig will ich nicht sagen, aber man muss sich, glaube ich, einfach gut auf dem Feld fühlen und wohlfühlen und mit dem Umfeld gut klarkommen und so Strippen ziehen und alles, bevor man, wenn ich jetzt sagen würde, hättest du den Ball mal lieber auf Position 4 gespielt, dann ja. Ja, das ist eine andere. Hat das keinen Mehrwert, also das musst du alleine rausfinden und das lernt man mit der Erfahrung, glaube ich, einfach. Auf der anderen Seite könnt ihr Denise Imodo sich erkenntlich zeigen und ihr Wissen zurückgeben, weil ich gelesen habe, dass du einen Bachelor im Fach Gesundheitsmanagement schon abgeschlossen hast. Ja, das ist korrekt. Und dann könnte auch auf diesem Terrain noch ein Austausch stattfinden, oder? Ja, definitiv. Obwohl ich glaube, dass Nisi mit ihrer praktischen Erfahrung, die sie jetzt schon hat in den paar Monaten, schon deutlich, deutlich besser weiß, was sie zu tun hat, als ich ihr jetzt irgendwie sagen könnte, rein vor meinem Studium. Eine Frage an Denise Hanke noch. Habe mich vorbereitet natürlich auf das Gespräch. Eine Geschichte aus dem Volleyballmagazin, das ist schon fast 10 Jahre her. Da hast du deine Planstelle auf dem Spielfeld mal in einem Satz zusammengefasst. Fand ich ganz bemerkenswert. Du bist immer schuld. Kannst du das mal näher erläutern? Was hast du damit gemeint? Ja, na, es hat sich die letzten Jahre auch alles ein bisschen gewandelt, muss man auch dann dazu sagen, weil als Zuspieler hat man eben schon einen Haufen Verantwortung. Man ist ja dafür zuständig, wer kriegt den Ball und wer macht am besten den Punkt. Und am besten das noch präzise, damit der es möglichst leicht hat, den Punkt zu machen. Und dann ist immer die Frage, wenn es kein Punkt geworden ist, wo war der Haken? Und der endet halt leider ganz oft bei einem selbst. Also aber das ist, glaube ich, auch so eine
eine Grundeinstellung. Ich nehme relativ viel auf mich schon immer und auch in jedem Bereich, dass ich probiere, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, der Satz hat einfach damit zu tun, dass man die Verantwortung auf dem Feld eben hat und damit bestmöglich umgehen sollte. Und wenn man das gut macht, dann hat man auch nicht so viel Schuld. Dann, ja, das stimmt. Ein weiterer Kernsatz lautete, die größte Herausforderung ist der Kopf. Kannst du in diesem Bereich deiner Nachfolgerin Denise Imodo ein bisschen was mitgeben? Ja, richtig fachlich natürlich eher weniger, weil ich da jetzt in der Psychologie nicht so ganz bewandert bin, aber ich weiß einfach, dass das eine Riesenbaustelle sein kann und ich glaube, das kann jeder Sportler gut nachempfinden, der irgendwie mal mit Leistungsdruck oder eigentlich auch fast mehr Leistungsdruck, den man einem selbst ja macht, also der von innen ja auch kommt, dass man sich da selbst öfter mal verrückt macht an Stellen, wo man es eigentlich nicht müsste oder wo man besser daran täte, einfach mal ja abzuschalten den Kopf und mal nicht nachzudenken. Aber das ist wieder so ein Positionsding, was, glaube ich, schwer machbar ist. Also es gibt die wenigsten Zuspieler, die das Spiel vielleicht nicht zerdenken oder den Fehler gerade nicht zerdenken. Oder ich glaube, in so einer Phase war jeder mal drin und das ist aber auch nur eine Phase und geht vorbei und hört dann auch wieder auf. Denise Imodo direkt anschließend, du bist noch in einem relativ jungen Zuspieleralter, mit 25 kommst du noch ins beste Zuspieleralter. Wo siehst du dich da auf dem Weg zu dieser Gelassenheit, mit den Dingen souverän umzugehen, die Denise Hanke gerade beschrieben hat? Wie weit bist du da schon? Also ich muss grundsätzlich mal sagen, dass ich total weiß, wovon sie redet und was sie da sagt und das total nachvollziehen kann. Und ich glaube auch, dass ich schon, ich sag mal, in den letzten Jahren auch nicht so einfache Jahre hatte, was das betrifft. Aber ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe seit dem letzten Jahr so und dann auch in dieser Saison eigentlich einen ganz, ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen, mit diesem Leistungsdruck, wovon Nisi spricht. Und bin, glaube ich, aktuell habe ich das Gefühl, ich bin auf einem ganz, ganz guten Weg, was das betrifft. Ja, das hoffen wir mal alle. Nicht nur für den Schweriner SC, sondern vor allen Dingen halt auch für die Nationalmannschaft. Da erwarten wir ja auch noch einiges von dir. Abschließende Frage. Wir haben auch gelesen, dass du in Potsdam dein wichtigster Nebenjob war, die Mannschaft vor den Matches in der Kabine als DJ auf Trab zu bringen und den einzuheizen. Hast du diesen Job mit nach Schwerin rübergenommen und was ist auf deiner Playlist gerade angesagt? Tatsächlich bin ich musikverantwortlich. Ich glaube, Nisi war es auch letztes Jahr, oder? Ja, ja. Ja, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung übernehmen, ne? Ja. Anscheinend scheint die Musiksache da so ein ganz großes Ding zu sein. Nein, auf jeden Fall. Ja, also ich habe die Musikbox und habe aber gleich von Anfang an, damit es, ich sag mal, keine Differenzen gibt, eine Playlist eröffnet, wo jeder Musik hinzufügen kann. Und da haben alle Mädels jetzt was hinzugefügt. Das heißt, wir haben eine riesen Playlist mit allem Möglichen. Also da ist wirklich alles dabei, von Hip-Hop zu Pop zu Schlager zu Deutschrap. Also da ist alles dabei, sodass das volle Programm. Genau. Nochmal ganz am Schluss, weil mich das noch interessiert. Wir haben auch gelesen, dass du mit deinem Vater in seiner nigerischen Heimat warst und dass du da mit Kindern auch Volleyball gespielt hast. Gibt es da sowas wie ein Engagement für ein Projekt oder was man vielleicht auch nochmal offiziell bei uns verkünden könnte, dass Leute da irgendwelche Sachspenden oder Geld spenden oder irgendwas, wo du dich engagierst, wo man Gutes tun kann? Also aktuell noch nicht, da man ja jetzt auch, also wir sind schon, also mein Papa und ich, wir sind schon wieder so ein bisschen dabei zu planen, wann wir die nächste Reise nach Nigeria tatsächlich machen und dann auch wieder Richtung Volleyballcamp. Aber da gibt es jetzt noch nicht so wirklich was Offizielles, was man jetzt schon irgendwie sagen könnte. Aha, also wenn sich da mal was ergibt und wir können da ein bisschen die Werbetrommel für rühren, würden wir das natürlich gerne auf unseren verschiedenen Kanälen machen, weil das ja schön und sinnvoll ist, da was Sinnvolles und was Gutes zu tun. Dann bedanke ich mich bei euch beiden und auch bei Hannah ganz, ganz herzlich für das Gespräch und auch natürlich bei Lea. Und dann sind wir soweit durch. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Alles klar.